Ich grüße dich und willkommen zum 22. Tag von 30 Tage bis Berlin meiner Wettkampfvorbereitung hautnah. Heute steht der nächste Meilenstein an. Heute ist das letzte Brusttraining. Ja, und somit das letzte reguläre Training vor dem Wettkampfwochenende. Morgen ist Samstag. Morgen ist eine Absprache mit meinem Coach nur Cardio. Trainingsfrei, werde dann eine ganz lockere Fahrradrunde machen, nichts Wildes. Und dann beginnen ab Sonntag die sogenannten Entladetrainings. Musst dir vorstellen, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind 5 Entladetrainings. Und was entladen wir? Wir entladen die Glykogenspeicher in der Muskulatur. Kohlenhydrate, die du isst, speichert der Körper in Form von Glykogen einmal in der Muskulatur und einmal in der Leber. Und diese Speicher will ich ab Sonntag beginnend bis Donnerstagmittag so leer wie möglich machen, um die dann ab Donnerstag wieder aufzufüllen. Ich nehme mich wieder mit ins Training, werde wieder das ein oder andere zeigen und dann muss heute auch noch vorgekocht werden und vielleicht bereite ich auch schon ein paar Mahlzeiten für Sonntag vor, weil ab Sonntag beginnt nochmal, naja, eine etwas größere Leidenszeit, weil ab Sonntag dann definitiv bis Donnerstagmittag keine Kohlenhydrate mehr gegessen werden. Das letzte reguläre Brusttraining der Frühsaison 2023 ist vorbei. Ich kann es noch gar nicht richtig fassen. Morgen ist jedenfalls trainingsfrei und Sonntag beginnen dann meine 5 Entladetrainings in Vorbereitung auf das Wettkampfwochenende. Jetzt lasse ich mir erstmal mein Mittagessen schmecken und wie das aussieht, das zeige ich dir. Es gibt 200 Gramm Süßkartoffeln. 200 Gramm Fleisch, rote Beete, das grüne ist Bärlauch, mega leckeres Gewürz, schmeckt so ein bisschen nach Knoblauch, also wenn ihr irgendwie Bärlauch mal bekommen solltet, unbedingt probieren. Und zu trinken gibt es auch was Leckeres, und zwar sind das die abgekochten Schalen von 2 Kilogramm Spargel, die es nicht für mich gab, aber ja, die habe ich gestern bekommen, abgekocht und ja, Spargelwasser trinke ich super gerne und passt jetzt auch super in meine jetzige Wettkampfvorbereitungsphase. Ich lasse mir das Mittagessen jetzt schmecken und dann hören und sehen wir uns nachher. Mein Mittagessen war super, hat mir richtig gut geschmeckt wieder, auch wenn der ein oder andere rote Beete halt nicht mag, aber es ist halt Geschmackssache und es wäre ja auch schlimm, wenn alle das gleiche essen würden. Dass ich Süßkartoffeln esse, hat natürlich zweierlei Gründe. Also die Süßkartoffeln schmecken mir natürlich super, haben eine geringere Kaloriendichte als Reis. Also sprich, die Menge auf dem Teller ist einfach mehr, als wenn ich 50 Gramm Reis nur hätte
Und so sind die 200 Gramm Süßkartoffeln einfach auch ein bisschen für den Kopf. Nichtsdestotrotz werde ich auch Donnerstag und Freitag Süßkartoffeln essen zum Laden, also die Muskulatur wieder voll machen mit Kohlenhydraten. Und da muss ich meinem Mikrobiom, also der Darmflora, auch einfach die Gelegenheit geben, ja, sich mit diesen Lebensmitteln zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Weil was nicht passieren darf, ist, was man auch oft sieht, dass in der Diät relativ sauber gegessen wird, Reis, Kartoffeln, Fleisch, Gemüse, und dann so kurz vor dem Wettkampf, zwei Tage vor dem Wettkampf, dann angefangen wird, dann Pizza und was auch immer in sich reinzustopfen. Und ja, da ist meine Strategie mit meinem Coach dies ja ganz klar. Wir werden das alles schön sauber laden mit den Lebensmitteln, die ich auch in der Diät gegessen habe, weil alles andere macht aus unserer Bewertung keinen Sinn. Das soll es heute auch schon wieder gewesen sein. 22. Tag, 30 Tage bis Berlin. Ich habe dir mein komplettes Brusttraining, das letzte Brusttraining vom Wettkampfwochenende abgefilmt. Kannst vielleicht die ein oder andere Inspiration dir nochmal holen. Gerade viele Übungen am Kabel gemacht, weil ich am Kabel einfach immer ein super Gefühl habe in der Brust, weil man auch die rückwärtige Bewegung gegenhalten muss und das Gewicht halt immer kontrolliert bewegt. Wenn du noch mal Fragen hast zur anstehenden Peak Week, dann schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich über jedes Abo, um dieses Format auch nach den 30 Tagen bis Berlin so weiterhin für dich zur Verfügung stellen zu können. Dein Felix.